Ja, du kannst dich erholen, regenerieren zweimal, weil du nichts tust weiter am Tag. Dementsprechend zwei Regenerationen. Eine Frage, gibt das Schiff irgendeinen Bonus? Ich habe keine Ahnung. Ja, an sich sind es gute Betten oder gute. Ja, Jalan hat ja selber kein Bett, sondern eher so eine Hängematte. Aber ich würde mal sagen, eine plus zwei Okay, für die nice. Betten, für die angenehmen Zustände. Hier ist es ja auch angenehm warm, gerade wenn du dann in den Offizierskajüten bist. Unten dann wohl weniger. Diamantes. Ja, ich würde die angefangene Arbeit beenden, dass ich die Wand zwischen mir und meiner Kajüte und Rafims Kajüte zu Ende zubaue, lasse aber, da ich mich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt hätte, ein kleines Fenster offen. Und da das nicht mehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil das schon angefangene Arbeit war, werde ich danach eine Übung mit den Maulwürfen und den Rausrotzern ansetzen. Mir ebenfalls ein, zwei Männer verloren, ich glaube sogar vier. Und ja, schauen, wie es jetzt ohne die Männer klappt. Und Also wir sollen ohne uns. Schwarzpulver und Treibladung, sondern einfach nur, wie schnell sie sind und im Prinzip schießen könnten. Ja, wie schnell die sind, wie sie es ausrichten. Ich habe da ein sehr gutes Auge für, würde mir dann die Ausrichtung anschauen und was weiß ich, Ziele auf den Inseln vorgeben, wo die dann hinschießen sollen und schauen, wie gut die ihr Ziel, wie gut die Kanone ausgerichtet haben. Ja, würfel mal Lehrmeister und danach selbst ja, eine Geschützmeisterprobe. Ja, Er meint das also ist. Lehren mit Belagerungswaffen. Genau, Leeren und Belagerungswaffen. Korrekt. Was dir auffällt im Laufe des Tages, dass eine der Patrouillenschiffe euch von Süden aus anläuft und dann auch vor euch verharrt. Die tun nichts, sie bleiben auf Abstand, du würdest sagen, grob. 500 Meter entfernt, aber sie werden misstrauisch in eure Richtung blicken und vor euch verharren. Wie soll ich die Belagerungswaffenprobe würfeln? Mit Mach eine 3W20 oder einfach 1W20? 1W20 Probe. Okay. Schauen wir einfach mal. So, deine leeren Probe. Sternchen 7 hast du natürlich, damit du anderen was beibringen kannst. Ist Dauert leider nur mit einem Punkt alles geschafft. sehr langsam. Sie sind wohl auch noch sehr traurig, dass sie jetzt eben Mitglieder verloren haben. Der Zusammenhalt unter den Maulwürfen war groß, kannten sie sich doch schon damals aus Gareth. Und Die Maulwürfe haben keine Leute verloren. die Aber Maulwürfe nicht, aber die anderen. die Rausrotzer. Die Rausrotzer. Nee, die Seegardisten haben Leute verloren. Bei einer Geschützmannschaft niemand. Also Auf zumindest dem sind die Friedhof? im Friedhof, genau, deswegen habe ich drauf angespielt. Genau, im Friedhof liegen welche. Wir haben 10 Piraten, wir haben 5 Soldaten und 5 Rausrotzer bzw. Maulwürfe. Okay, dann habe ich es falsch Sind mitnotiert. 20 plus 1. Die 1 ist die Katze. Ich hatte 10 und 10, dann habe ich es falsch mitnotiert, sorry. Ja, 10, 5 und 5. So rum. Ja, Ja, also die. sie brauchen ein bisschen länger. Wie gesagt, sie haben Leute verloren. Gerade die Maulwürfe waren ja eben auch vor allem auf Land bewandert und gar nicht so sehr gute Seefahrer, dass sie jetzt ihren ersten Sturm mitgemacht haben. Aber du bist der Meinung, du bekommst sie wieder hin, wenn du eben dich viel mit ihnen beschäftigst, wenn die Moral wieder nach oben gedrückt wird. Eben die Hühnerkämpfe, die Hahnkämpfe, das hat ja schon ganz gut funktioniert, aber die brauchen noch ein bisschen. Und ja, so kannst du dann deine Zeit dort verbringen. Noch was? Oh, nö, das wär's. Also 4 Stunden dann mit dem Training und dann lege ich mich selbst noch hin, denn ich bin immer noch angeschlagen. Okay. Dann fragen wir Zulamin vorher. Ich gehe Kanizitiana besuchen und frage ihn mal, wie es so lief mit Priovin. Zulamin. Ja, ich habe ihn jetzt nebenan quartiert. Ich wollte ihn eigentlich nach unten bringen, aber das wollte er nicht machen. Und jetzt sitzt er 2 Räume weiter nebenan. Die Kajüte war noch leer und das habe ich. Ich dachte, das wäre in Ordnung. Ja. Wir hätten euch nicht mit ihm alleine lassen sollen. Aber hat er euch denn hilfreiche Auskünfte gegeben?
Ja, er hatte mir berichtet, dass sie eine große Bibliothek haben und dass man die zumindest zum Teil auch besuchen darf. Es gibt natürlich auch einige, ich nenne sie einfach mal tiefergehende Informationen, die dann weggesperrt sind. Verborgenes und verbotenes Wissen. Er zwickert dir dabei zwei, dreimal zu. Sehr auffällig, auch wenn ihr alleine seid. Aber man kann diese Bibliothek besuchen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Ihr habt euch doch hoffentlich in Acht genommen. Euch ist klar, dass er hier ist, um uns auszuspionieren. Ich dachte, er wäre ein Sekretär. Das ist er. Nun, dann wisst ihr es jetzt. Seid vorsichtig mit ihm. Ja. Meine Recherchesuche muss schriftlich begründet werden und in Wahrheit der Ordnung vorgelegt werden, das hat er mir noch gesagt. Ich habe hier mehrere Schriftsätze vorbereitet für unsere Recherchen, die müssen nur noch unterschrieben werden. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was wir suchen, aber wir können das dann bei der Bibliothekarin Schwester Ludegara einreichen und wie gesagt, das wird dann dem Wahrer vorgelegt und er wird dann darüber entscheiden. Ich fürchte, unser Treffen mit dem Wahrer der Ordnung lief nicht so wahnsinnig gut, Kanizitianer. Also ich muss euch leider ein wenig entmutigen. Aber die Schriften. Ja, ich weiß, aber etwas anderes. Wisst ihr etwas über Priors Lob von Seelen? Ja, selbstverständlich. Nun, das könnte in nächster Zeit von Interesse für uns sein. Wir wollen sein Grab besuchen. Nur meines Wissens ist er, er ist selbstverständlich gefallen im Mittelreich, nach einem sehr kurzen Leben, wurde dann aber wieder exhumiert und gemeinsam mit den übrigen Priesterkaisern dann auf Jilaskan beerdigt. Ich bin mir nicht ganz sicher wo, aber man geht davon aus, dass es unter dem Kloster Katakomben gibt, wo er begraben liegt. Ja, das ist gut zu wissen. Aber war mit ihm irgendetwas seltsam? Wisst ihr, ich kenne mich nicht so besonders gut aus in der Priester-Kaiser-Zeit, aber irgendetwas Besonderes an ihm? Nun, alles an ihm ist außergewöhnlich, möchte ich meinen. Wo soll ich beginnen? Er diente Rude dem Zweiten, ein kaiserlicher Junge, Rude der Zweite von Gareth. Und ihm wurde dann weil er selber noch sehr jung war, sein Vater starb frühzeitig. Ich glaube, er starb mit 15 Jahren, als er ermordet worden ist. Sein Zartag war der 320. Im Jahre Bosparans Fall und der Boronstag 335. Das ergibt rechnerisch 15 Jahre. Er stammt im Haus Gareth, seine Eltern waren Uktal von Gareth und seine Geschwister sind so nicht bekannt. Man geht davon aus, dass er nur noch eine Halbschwester hat. Aber die war dann natürlich nicht erbberechtigt. Ihr versteht? Also ein minderjähriger Thronfolger, der einen Vormund hatte? Korrekt. Er wurde von Aldek Priofold bevormundet, der dann eben auch das Reich übernahm. Mit dem Todesdatum 335. Er regierte dann das Raulsche Reich bis 348. Er war vorher Bode des Lichts und dementsprechend hatte er dann, da der junge Rude noch nicht volljährig war, die Herrschaft übernommen. Wurde er dann der erste Priesterkaiser? Korrekt. Dabei wurde er unterstützt von seinem Marschall, der berühmte Sonnenmarschall Priorslob von Selem. Sein eigenes Leben könnte, so kurz es auch war, eigene Bibliotheken füllen. Am bekanntesten wurde er dann durch den Fall der Rondrianer im Erntefestmassaker, als die Erntefest im Travier. Vierter Travier, 335, als viele Pilger in Gareth grassierten. Die Stadt war damals noch nicht so groß, aber es war voll und die Rondrianer wurden zunächst eingekesselt, umschlossen und dann begannen die blutigen Kämpfe, nachdem sie sich nicht ergeben lassen wollten. Die Sonnenlegion wollte die Rondrianer entwaffnen, was diese natürlich dann eben nicht haben lassen machen wollten. Und dabei ist dann auch Adara von Gareth gefallen. Ja, davon habe ich gehört. Ich kenne einige Donnerbacher Rondrianer, müsst ihr wissen. Aber und dabei spielte dieser Priorslob eine prominente Rolle?
Ja, wie gesagt, er war der Sonnenmarschall. Der Kronprinz Rude wurde ermordet, und zwar mit einem rondrianischen Anderthalbhänder, dem Rondrakamm. Und als man dann herausgefunden hat, dass ein Rondrianer ihn tötete, gab es dann eben durch Praios Lob dieses Erntefastmassaker, und er erhob danach seinen Boten des Lichts, Aldeck Praiovold. Ich fand immer schon, dass dies eine seltsame Geschichte ist. Da gibt alles recht wenig Sinn, oder? Nun ja, danach wurden nicht nur die rondrianischen Kirchenlehren verboten, sondern auch Zar und die Kirche der Schlange. Sämtliche exischen Kulte wurden verboten. Wenn ihr in einem Buch vom Vermächtnis von Praios Lob von Selem lesen würdet, was käme euch in den Sinn? Tja. Ad Maiorem Praiones Gloriam. Die Praiokratie wurde natürlich durch ihn eben auch ins rechte Licht gerückt, aber ausgeübt durch Aldeck und die übrigen Priesterkaiser. Aldeck Praiovold, Noralek Praiova, Katai Praiotin, Korvan Praiobur, Helos Praiodan, Gurvan Praiobur, Ameltona Praiodane und Gurvan Praiobur der Zweite. Aber wenn man von seinem Vermächtnis spricht, dann würde ich doch eher sein Schwert, die Klaue, Darados Klaue, genannt Darlor, als Vermächtnis ansehen. Ihr kennt es. Ja, so hat sogar einen Namen. Darados Klaue. Aha. Man weiß nicht, wo sie ist. Nun, das ist ein nobler Name für ein Schwert. Nun, es wird wohl nicht einfach in seinem Grab liegen, sonst hätte es längst jemand gefunden. Dazu weiß ich nichts. Und nun ja, all diese Taten, nehme ich an, hat er mit diesem Schwert vollbracht. Selbstverständlich. Das Schwert hat das Leben vieler hunderter Rondrianer gekostet. Eine schreckliche Vorstellung, dass die 12 göttlichen Kirchen einst gegeneinander gestritten haben. Das haben sie oft getan. Zu oft. Nun, hab Dank, Kanizitiana. Ihr wart wie immer ein Quell des Wissens. Nun, das ist meine Aufgabe. Nun, ich hoffe, wir finden noch irgendwelche Schriften für euch, aber wie gesagt, das sieht im Augenblick eher schlecht aus. Ich würde viel, viel dafür geben, die eigenen Schriften, vielleicht auch Briefe von ihm zu lesen. Wenn man solche Briefe von ihm findet, dann hier. Das wären einzigartige Schriften. Aber er leckt sich ja mal über die Lippen. Solomin findet das ein bisschen eklig, aber sie ist ihm auch sehr dankbar. Wie gesagt, ich sehe, was ich tun kann. Und ich denke, ich werde einmal nach diesem Praiovin sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr möchtet, könnt ihr schon die Anträge mitnehmen. Ja, natürlich. Damit gibt er dir einen großen Stapel. Du überfliegst kurz, hörst dann irgendwann auf zu zählen. Das sind über 100 Anträge, die er allesamt... Da steht drauf, was er gerne hätte, oder? Ja, genau. Und allesamt schriftlich ausgefüllt. Du weißt nicht genau, wie man 100 solcher Anträge in so kurzer Zeit schreiben kann. Das ist eigentlich unmöglich. Und sie sind alle handschriftlich, also er hat auch keine Druckerpresse hier. Ja, Kanizitiana ist eben sehr motiviert. Zulamin guckt ein bisschen, was ihn denn so interessiert, denn Neugier. Ja, du überfliegst kurz und kannst natürlich eben neben zahlreichen Schriften auch etwas darüber finden, über die Priesterkaiser, über Praios Lob. Und ja, auch dazu möchte er sämtliche Briefe und sämtliche Schriftstücke, die Priesterkaiser betreffen. Er hofft sich zumindest, die zu finden. Du kannst auch noch weitere Briefe erkennen oder Anfragen, wohl aus dem Hause Hartsteen oder Luring. Irgendwas über die Grafschaft Pericum möchte er wohl erfahren. Irgendwas so über die Familie Griffen, die Familie Nettersquell, Familie Ruchin. Also, er ist,
sehr tiefgründig. Und die Namen, sagten die auch irgendwas? Das ist jetzt auch im Verlaufe der letzten Stunden vielleicht schon mal gehört. Also ja, das sind dann eben nicht nur Hinweise zu den Priesterkaisern selbst, sondern eben auch zu ihrer gesamten Familie und den Stammbäumen. Also alles, was irgendwie in den Katakomben ist. Familie Borstenfeld, Familie Kronfurt, Eschenrod, Falkenstein. Das ist natürlich auch alles nicht chronologisch, aber alphabetisch geordnet. Ja, Zulamin schwirrt ein bisschen der Kopf davon und sie verstaut die Anträge erstmal sicher in ihrem Schreibpult und würde dann, bevor es wirklich Zeit wird, schlafen zu gehen, noch Zeit investieren und diesen Priovin vom Spionieren abhalten. Also sie wäre übermäßig freundlich zu ihm und würde ihn einfach nochmal über die Priesterkaiser ausfragen, um den einfach beschäftigt zu halten. Ja. Also der soll nicht die Gelegenheit bekommen, dahin zu gehen, wohin er möchte, aber er soll sich dabei wohlfühlen. Ja, fühlt er sich auch. Also seine Geschichten sind sehr oberflächlich. Und er berichtet auch nicht mit so viel Emotion, wie das eben Kanesetianer auf den wenigen Augenblicken tat. Aber es wird ein sehr dröger Vortrag mit vielen Jahreszahlen, dass es sehr schwer fällt, ihm zuzuhören. Kannst aber gerne mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Und dann fragen wir Abel mir. Ja, ich würde zu Haswolf geben. Haswolf, setz deinen Kurs nördlich um die Insel herum. Jetzt? Jetzt. Alles klar, mache ich. Wir suchen die Flotte des Sonnenmarschalls. Was ist denn das mit denen da drüben? Die haben doch auch gelbe Segel. Nun, die stammen von hier. Das ist nicht die Sonnenlegion oder Sonnenmarschall? Nein, das ist vermutlich nicht der Sonnenmarschall. Okay, und wen suchen wir dann? Das weißt du dann? Ich fahre einfach mal jetzt um die Insel, ja? Ich vermute, es wird mehr als ein Schiff sein. Sie werden uns auffallen. Kapok! Ja, Mann! Abenteuer! Ja, Mann! Lass die Schiffsmast besetzen, die Ausguck besetzen. Alles klar. Anker lichten! Jetzt Segel! Zeit für Abenteuer! Die Heraldik? Ich weiß ja, die Heraldik vom Sonnenmarschall kenne ich. Ich weiß bloß nicht, ob die Flagge dann an den Schiffen auch vom Sonnenmarschall ist. Vermutlich hier, nicht. Die Beflaggung würde ja die aus. Also, das hier ist eine achtstrahlige Sonne auf Blau. Und dementsprechend gehört das dann zu der Goldenen Flotte. Das sind dann die von Praios Dank, die euch jetzt verfolgen. Sie setzen also ebenso Segel, holen Anker ein und verfolgen euch. Und die anderen, die du suchst, wenn die Beilung sind, ja gut, Beilung hat halt ein anderes Symbol. Das ist dann irgendwie weiß und gelber Punkt drauf oder so. Ja, das würde man erkennen, also die Beilunger Flagge wahrscheinlich. Andersrum, gelb und weißer Punkt drauf. Mhm, gut, die würde man schnell erkennen. Ja, und wenn es halt Die verfolgen uns? Manning-Schiffe wirst du ja halt auch erkennen. Ich muss gerade mal gucken, das ist eine Potte. Eine Potte, die euch jetzt verfolgt. Okay, sie verfolgen uns also nicht. Sie fahren uns eine Meile weit hinterher und dann verdienen wir sie. Naja, also jetzt zur Zeit ein bisschen haben sie ja. Also sie werden halt nicht so schnell sein, aber es ist zumindest eine Potte, die euch erstmal verfolgt. Ja gut, wir sind dann deutlich schneller wahrscheinlich. Selbst bei ungünstigen Windverhältnissen. Ihr seid gerade bei ungünstigen Windverhältnissen, sind wir deutlich schneller. Ja, trotzdem. Also wir haben erstmal ein Zeichen gesetzt. Ja, klar. Und damit weht sind Wind in den Segeln und euer Schiff fängt wieder an, durch die Wellen zu rauschen und fliegen. Ich würde mich auch mal ans Oberdeck stellen mit einem Fernrohr und falls mal die Küste beobachten, ob ich da in den Buchten Schiff erkennen könnte. Ja. Gib mir mal eine Seefahrtsprobe bei mir. Okay. Und ich springe einfach mal einen Tag. Wie lange dauert die Zeremonie von Jalan? Hier steht mehrere Stunden. Okay, dann springe also ich vermutlich wird ja noch nicht abends schon wieder auf den Sack. Genau, abends. Dann springe ich einfach mal bis 18 Uhr. Und ihr werdet nach 18 Uhr, Jalan tritt gerade wieder nach oben. Die Sonne ist bereits am Untergehen. Ihr habt irgendwann die Potte hinter euch gelassen. Die verfolgt euch zwar noch immer. Also wenn ihr jetzt irgendwie anhalten werdet oder sowas, dann kommt die auch irgendwie euch wieder näher. Aber ihr habt zumindest ihren Schatten hinter euch gespürt. Da könnt ihr erkennen, wie in einer Bucht auf der anderen Seite der Insel ein Schiff liegt mit eingezogenen Segeln und daneben ein zweites Schiff, ebenso mit eingezogenen Segeln. Ich schaue mich Fernrohr auf die Beflaggung.
Beflaggung aktuell sehr wenig, aber du kannst einen Namen am Schiff ausmachen. Und diesen Namen hast du erst vor kurzer Zeit von Sulamin gehört. Die Dogul-Gischt und die Radromtal. Gut, also vermutlich die Schiffe zugehörig zu den Beibooten, vermutlich, die am Strand lagen. Genau, die Dogul-Gischt ist dreimastig und die Radromtal zweimastig. Es sind beides Karavellen. Jetzt habe ich eine Frage an den Meister. Können wir Signale setzen, also Schiffssignale mit Flaggensignalen, mit Handflaggen, ohne dass uns das folgende Schiff diese mitbekommt? Zurzeit ja. Das funktioniert. Also die sind jetzt auch, ich sag mal, die sind irgendwie 20 Meilen hinter euch. Die werden das jetzt noch nicht sehen. Das ist einfach zu weit für die. Es sei denn, die haben irgendjemand mit dem Adlerauge drauf. Aber das sind halt Gilaskane, also höchstwahrscheinlich wird da keiner Nadelauge haben. Ja. Gut, dann würde ich rüber flaggen lassen. Kontaktaufnahme morgen Mittag hat, glaube ich, auch mal. Weiß ich gar nicht. Keine Zeit. Morgen haltet euch bedeckt. Haltet Ausschau nach. Sie flaggen auch erstmal zur Kontaktaufnahme. Bestätigen das also. Also Kontakt auf morgen, ja. Nicht heute, jetzt. Und dann fragen, ein Befehl wird halt aufgenommen, mit dem er wiederholt wird. Dann fragen sie zurück, wer ihr seid. Den Schiffsnamen rüber flaggen lassen, Mondsilberner Drachentöter. Boah, ich stelle mir den armen Lehrling vor, der auf der anderen Seite dir jetzt das Buchstabenbuch rausholen muss. Na gut, also Mondsilberner Drachentöter steht ja dran. Das müssen die nicht wissen. Ja, dann tritt an Deck. Aber mir! Ja. Die Götter sind groß und ihre Werke sind mächtig. Ich kann die Flagge dazu nicht finden, verzeiht. Ich weiß nicht, so eine Flagge gibt es nicht meist, Herr Kapitän. Signalisiert. Auf welcher Fahrschule wart ihr denn? Verbündeter von Sonnenmarschall. Gott im Himmel, aber mir lass das Greifenbanner hissen. Also verbündet habe ich hier, aber Sonnenmarschall, ich weiß nicht. 1-0, könnt ihr mir helfen? Ich weiß Junge, nicht, ob geh es runter jetzt geh runter an die Kiste, hol die blaue Flagge mit dem Greifen drauf. Haben wir sowas? Ja. Ich such mal, einen Moment. Du kannst neben dir sehen, wie da wohl irgendwie ein Junge kurz aufguckt. Er fegt wohl gerade so ein bisschen Laub von eurem Deck runter und guckt dann schnell wieder auf deinen Besen. Aber mir, ich weiß, was zu tun ist. Gut, dann findest du aus. Nein. Das heißt nein. Nicht hier. Wollt ihr mir nur helfen, dieses Schiff zu kontaktieren oder nicht? Oh, das. Was braucht ihr? Nun, wir müssen Ihnen klar machen, dass wir Verbündete des Sonnenmarschalls sind und dass wir Sie morgen hier treffen wieder wollen. Deswegen holt der Junge gerade das Greifenbanner. Nun gut. Sie werden verstehen. Hoffen wir es. Ich hab die Flagge. Hervorragend. Setz sie auf den Mast. Okay. Gut, wir müssen noch einige Zeit weiter reisen und probieren, diese Potte in der Nacht abzuhängen. Welche Potte? Die uns folgt dort hinten. Nun, das sollte ja kein Problem sein. Nun gut. Kajüte. Kommt. Ja, dann kann auch Sulamin wieder kontaktiert werden, die krampfhaft versucht, ihre Augen offen zu halten, während sie jetzt den siebten Priesterkaiser bereits hört, wie er dann reagiert hat, mit welcher Weisheit und mit welcher Güte von Praios da selbst. Und dann klopft der kleine Junge an. Verzeiht, Fräulein Sulamin, ich soll euch holen. Offiziersbesprechung. Oh, natürlich. Entschuldigt mich, Praiovin. Ich werde gebraucht. Ja, selbstverständlich. Ich werde zurück in meine Kajüte gehen.